Hallo meine werten Mitstreiter und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge XCOM Long War of the Chosen. Ich freue mich riesig, dass ihr alle wieder dabei seid und dass ihr alle wieder mitfiebert bei dieser spannenden Mission. Wir sollen hier auf jeden Fall unsere zwei Agenten hier rausholen, die von der Auserwählten entdeckt worden sind. Schaut mal, das Problem ist genau das. Die zwei befinden sich genau am anderen Ende der Karte und unsere sechs Leute, die auf jeden Fall befreien sollen, befinden sich genau am anderen Ende. Hier hinten, hier ist auf jeden Fall die Grenze. Hier, und die befinden sich hier unmittelbar gleich davor. Die haben auch schon zwei Soldaten hier aktiviert. Die schauen wir uns gleich mal im Detail an. Laufen erstmal hin. Ich me dirige vers la cible. So, dann hätten wir hier den normalen Edwin Revolverheld, den kennen wir ja. Na, der schießt ja auf alles mit der Pistole, aber den hier kennen wir noch nicht. Schaut mal, Frostlegion Hitman. Der hat eine Frostgranate, kann zusätzlich Ziele markieren und schießt auf alles zurück, wo er Feuer gekriegt hat. Das heißt, wenn wir jetzt mit leichtfüßig stehen hier beschießen, probieren wir mal. Feuer. Leider nur gestreift. Der schießt aber zurück, schaut mal. Ging aber daneben. Sehr gut. So, und dann schauen wir nochmal die Dame an. Ich sag mal, die sollten wir auf jeden Fall hier hinter. Jawohl. Grüß dich. 80 und 75. Entweder nieten wir den um. Weil der hier wird definitiv abhauen wollen. Probieren wir das hier. Feuer. Nein, das gibt's doch gar nicht. Das gibt es nicht. Okay, der schießt auf keinen Fall zurück. Da müssen wir jetzt zusehen, dass wir so schnell wie möglich hier vorkommen. Dann machen wir jetzt Folgendes. Ich würde dir gerne... Na, hier unten... Probieren wir es, wollen wir es riskieren. Ich meine, es ist nicht so viel, was man hier einsehen könnte. Das hier ist ein Plateau. Hier unten geht es dann gleich weiter. Ach komm, was soll's. Los geht's. Komm, lauf. Oh nein. Ja, hi. Oh Mann. Na gut. Sniper für 92 auf ihn. 47 auf den Biotrooper. Wir könnten ihn zur Not mal noch markieren oder halt ihn markieren. So, dann sollten wir auf jeden Fall mal schauen. Schrotflinte. Du kannst definitiv hierher laufen. Könntest einmal den Fastball aktivieren. Damit könntest du auf jeden Fall versuchen, jemanden auszuschalten. Schauen wir mal, was wir machen können. So, dann laufen wir her. 70, 66, 82, ne? Ihr seht, der Scharfschütze hat ein bisschen Loot für uns. Das ist aber jetzt erstmal nicht wirklich ausschlaggebend. 92 auf dem Mag. So, was hättest du? Du hättest auf jeden Fall eine Rakete. Damit könntest du auf jeden Fall mal ein Stück nach hinten ballern. Entweder hier drauf für 1 bis 6 Felder. Ich würde gerne ein ganz kleines Stück vorschießen wollen. Wie, das geht nicht, oder wie? Also hier können wir auf jeden Fall hinhalten. Das ist kein Problem. Hier nicht. Hier funktioniert auch nichts. Das funktioniert nicht. Ich glaub's gar nicht, ne? Ey, das gibt's doch gar nicht. Also Bishop kann im Prinzip nur auf den Mech feuern mit einer relativen Streuung oder noch ein was weiter hinter. Und zwar dann müssen wir halt auf den Loot verzichten. Ich werde aber genau mitten reinhalten. Und los geht's! Wir machen es anders. Wir laufen hierher. Ja, das ist jetzt eine extreme Streuung, macht nichts. Hauptsache, du machst ein bisschen Schaden. Und bitte an allen. Ah, okay. Ja gut, das macht nichts, das ist kein Problem. Dann machen wir es so, wir aktivieren mit Fastball das hier. Dann werfen wir die Granate auf den Edmund Mac. Hätte ich das gewusst, ne, dass wir hier noch so eine Gruppe aktivieren. Oh Mann. Egal. Okay, schalt mal aus. 6 bis 0. Feuer. Schön. Sehr schön. Cool. So, Sniper. Siehst du dort unten? Ja, schaut mal. Also, die sieht von hier oben sehr viel. Was ist mit unserem Schnitter? Unser Schnitter sieht auch sehr, sehr viel. Hätte ich jetzt so gar nicht gedacht. Dann gehen wir mal hier rauf. Das ist nicht weit. Unsere Gertrud, bitte nach vorne den Loot einsammeln und dann, wenn irgendwas... Habt ihr das gesehen? Da unten sind schon Einheiten. Ich habe es. Ja, schaut mal. Sind schon Einheiten hier unten.
Die befindet sich aber noch im Schatten. Das ist eigentlich kein Problem. Dann könntest du locker bis hierher laufen. Ich hoffe bloß, dass du hier nicht entdeckt wirst. Okay. Augen zu. Bin unterwegs. Augen zu. Ei. Wurde gesehen. Ja. Hi. Was ist denn das wieder von Teil? Ein Frostsektoid und eine Viper. Also die wird auf jeden Fall drauf schießen wollen, oder? Nee, doch nicht. Oh, die ist gefroren. Wie, du gehst in den... Das ist nicht dein... Ah. Umschlungen. Du machst fort, oder wie? Das ging daneben, mein Freund. Und du, was machst du, Revolverheld? Ach, du flankierst, hä? Das habe ich mir schon gedacht. Du wirst jetzt auf alles schießen. Aber es ist geschützt. Schaut mal, es ist noch geschützt. Von dem her kein Problem. Okay, jetzt müssen wir uns mal. Jetzt müssen wir uns mal wirklich mal Gedanken machen. Hier unten wäre eine flankierte. 3 bis 5, 32 Crit. Okay. So, Wurfmesser. 51% Crit, aber nur 2 bis 3 Schaden. Alles gut. Ein Thema. Hier unten wäre noch der Frostsektoid. Und du bist auf jeden Fall. Ja. Du bist auf jeden Fall Bitterchilled. Ah, okay, schaut mal, die Mobilität ist reduziert. Und auch, wow, und auch das Ausweichen. Können wir wenigstens noch, okay, mit der Granate könnten wir noch runterwerfen, das wäre kein Problem. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die zwei, würde ich sagen, oder? Also, 40 zu 34, das bringt eigentlich so gar nichts. Die Viper ist da oben. Ich würde dann ehrlich gesagt sagen, wir laufen hierher und versuchen den dort hinten erstmal zu flankieren. Jawohl, das machen wir. Na ja, komm, lauf. Isabella. In der Flanke 79. Komm, jetzt muss er doch. Komm. Halt drauf. Ja. Jetzt, Mister, jetzt kommt der Crit. Jetzt kommt er. Unglaublich. Na egal. So, dann würde ich sagen, du läufst hierher und wirst den auch flankieren. Ich meine, hier hinten geht's auch noch, ne? Das Problem ist, dass wir dann... Okay, der steht noch zu weit weg. Also der sieht uns auf keinen Fall. Ich würde dann halt sagen, dann laufen wir dann hierher. Hierher? Ich konfirm. Genau. Hier, 64 nur? Nee, Granate. Ganz ehrlich. Explosion. Ganz ehrlich, sicher ist sicher. Aus mit dem Ding und tschüss. Okay, Ende. So, dann kümmern wir uns mal hier um die Viper. Absolutely. Das ist auf jeden Fall eine Flanke. Trench Gun. Ich will auch immer eine Chance geben, der Trench Gun, aber gut. So, unser Sniper hier oben. Hat der wenigstens, der hätte eine Granate, könnte aber auch mit 99% da drauf halten. Okay, ist sogar, das ist sogar eine Flankenposition. Wird zwar nicht als Flanke angezeigt, aber schaut mal, Crit-Prozent 40. Das heißt, ist definitiv in der Flanke auf jeden Fall drin. Machen wir folgendes. Granate runter. Genau. Granate runter auf den Typen. Wow, 4 Schaden gemacht. Schön. So, du wärst in der Flanke hierzu. Oder halt den Bull Rush. Gibt aber halt nur... Ja, probieren wir es so. Geht nicht anders. Klasse Treffer. Klasse, klasse Treffer. Also ganz ehrlich. Mega. Es gibt eine fortschrittliche Magazinerweiterung, mein Lieben. Schön. Ja, und du jetzt mit 99%, würde ich sagen. Schaut mal. Okay, Feuer. Jetzt bin ich gespannt. Ins Gesicht. Wen hätten wir denn noch? Wir hätten noch unseren Schnitter. Der könnte vielleicht noch... Ja, den machen wir. Wir machen das. Oder mit dem Wurfmesser. Na los. So, hätte 100. Was ist mit dem Wurfmesser? Oh, schaut mal, 4 bis 5. Es ist weit, dieser Sektoid hat eine Schwäche. Und zwar Nahkampfverwundbarkeit. Und die Dolche, die gelten ja als Nahkampfwaffen. Okay, werfen wir mal. Geil, was ein Treffer. Absolut. In Ordnung.
So, entschuldige kurz. Weiter geht's. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir hier... Du hast keine Aktionen mehr, du hast auch keine Aktionen mehr. Hier sollten wir auf jeden Fall den Loot sollten wir hier einsammeln und du kommst dann bitte wieder nach oben. Das heißt, nur kurz hier runter. Tötet 7. Übrig 0. Okay, so, du bleibst hier. Jetzt sind alle Aktionen wieder da, ne? Okay, alles cool. Ja, schaut mal hier, Versteigerung bevorstehend. Also, ich habe dann in die Kommentare gelesen, dass einige Leute sogar so hardcore drauf sind. Die warten genau diese Versteigerung noch ab. Ja, ihr habt richtig gehört, die warten diese Versteigerung noch ab. Ich meine, wir können es uns ja angucken, wenn wir uns am Start und am Landepunkt einigeln. Könnten wir das versuchen? Ich hätte gerne hier, ich wollte gerade sagen, ich hätte gerne den Theodor. Der kann sich. Der kann relativ schnell laufen. Oder beziehungsweise weit, ne? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich meine, wenn wir uns hier hinten an dem Startpunkt einigeln. Soweit wie es geht, könnten wir wenigstens schauen, wie die Versteigerung aussieht. Was meint ihr? Ist es auch sicher? Ja, das ist auf jeden Fall sicher. Lauf mal zurück. Location confirmed. Dann würde der Sniper hier bleiben. Moving to Overwatch. Ich meine, der mit der Flinte wird auch hier bleiben. Unser Schnitter, würde ich sagen, der geht hier hoch und geht auf jeden Fall hier oben schön in den Feuerschutz rein. Sehen wir gleich. Zack. Ich sehe alles. Das ist schön, dass du alles siehst. Stefan Weber, der steht hier in ein bisschen... Laufen wir mal also rum. Okay. Du bleibst hier. Ja, und dann warten wir mal auf unsere zwei Agenten, oder? So, der eine steht hier und der andere war... Genau. Auf hier. Okay, du löst ja auf jeden Fall hier hoch. Was ist mit dir? Könntest bis hierher laufen. Könnten wir zur Not mit der Flinte... Laufen wir hierher in Feuerschutz. Du bleibst bitte hier stehen. Oh. Bien compris. Passt also einigermaßen. Also dann würde ich eher sagen, schauen wir es uns an. So. Ich bin gleich wieder da, mein Lieben. So, entschuldige bitte, mein Lieben. Irgendwie hat mein rechtes Auge ein Problem gehabt. Ich muss das mal ganz, ganz dringend ausspülen. So. Wir machen hier auf jeden Fall weiter. Wir hätten noch Bischof. Dann hätten wir noch unseren Flammenwerfer. Der muss auf jeden Fall ganz vorne stehen bleiben. Ja, eigentlich alles, ne? Okay, und jetzt kommt auf jeden Fall Edwin Versteigerung. Also die schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Jetzt bin ich mal gespannt. Du könntest auf jeden Fall mit da hoch. Schauen wir uns. Ich denke mal, wir werden alle... Ich denke mal, die Reichweite hätten wir. Wir könnten uns alle zumindest an den Ausgangspunkt beziehungsweise hier an den Extraktionspunkt auf jeden Fall... Verziehen. Du musst auf jeden Fall hier bleiben. Dann machen wir es so. Unsere Megan geht wieder hier und du könntest dann ja mit der Kanone hierher. Ich weiß nämlich nicht, wo die kommen. Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur in die Kommentare gelesen. Gibt den einen oder anderen wirklich hartgesottenen Hardcore-Typ unter euch, der wirklich auch bei dieser Extraktion von den Covered operativ noch die Verstärkung abwarten. Und wir machen jetzt das ganz genauso. Jetzt bin ich mal gespannt. Positives dran, dass es nur noch einige EPs abbekommt. Negatives dran, ich weiß nicht, was da kommt. Oha. Was hat denn der hinten drauf? Habt ihr das gesehen? Sind da unten ein Ingenieur und ein Frostlancer. Ja. Oh, schaut mal, es ist wieder gelb. Okay, das heißt eigentlich nichts Gutes. Ich meine, ja gut, wir haben es uns angeguckt. Wir könnten zur Not mal schauen, dass wir noch eine Granate hier runtergeworfen bekommen. Nee, können wir nicht. Okay, schaffen wir eh nicht. Frostlancer. Die bieten auf jeden Fall keinerlei... Ah, die haben keinerlei Loot mehr am Start. Das heißt... Ich würde sagen, wir verschwinden. Und ab geht's. Genau, tief und schnell. Da komme ich hin. On the move. Roger that. Affirmativ. Scapto. Passt, ne? Also,
Die kommen auf jeden Fall, die kommen auf jeden Fall alle raus. Und jetzt, meine Lieben, raus hier. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier die zwei, ja, der Frostlancer, der Edwin-Ingenieur. Okay, den kennen wir ja, aber der Frostlancer, der hat gleich mal mehr Gesundheit, sehr viel mehr Bewegung, Bewegungsreichweite, und der kann, und der hat ja so eine Nahkampf, so eine Nahkampfwaffe. Alles klar, deshalb kann er sich so schnell bewegen. Okay, meine Lieben, wir haben es geschafft. Wir haben das befreit. Das heißt, wir behalten bzw. bekommen auch die Belohnung von dieser Covered Ops Mission. Okay, dann raus mit uns. Let's go! Geil. Alle Mitglieder von Wraith 1 wurden erfolgreich evakuiert. Also wir erhalten nochmal 64 Vorräte für die makellose Mission und wir kommen nochmal Bonus Ability Points, 3 Stück. Also D-Mod, ganz ehrlich, vielen, vielen Dank nochmal. D-Mod hat sich richtig gelohnt. Ist ja der absolute Knüller. Getötet 7 bis 9. Wir haben doch alle gekillt. Hinten 2 aktiviert, dann hat man hier vorne nochmal 3 aktiviert. Oder? Ne, wir haben 7 gekillt, tatsächlich. Und die 2 waren dann nochmal Verstärkung. Mega, ne? Ostafrika, 9. Mai 2035. Und raus hier. Mega. Alle Advent-Gentherapie-Kliniken sind morgen aufgrund von Wartungsarbeiten geschlossen. Erste Berichte, nach denen Dissidentenaktivitäten der Grund für die Schließung seien, wurden als Propaganda der Radikalen entlarvt. Natürlich, natürlich. Kampfabwehr wird sicher nicht gerechnet. Beeindruckend, Commander. Hier hätten wir vielleicht eine... Nee, ich wollte gerade sagen, hätten wir hier eine Freundschaft am Starten? Nein, das sieht nur so komisch aus. Auf jeden Fall, unser Recon wurde auch befördert. Schaut mal, ist auch mittlerweile Sergeant. Und hier unser Arsonist ist auch mittlerweile Corporal. Kann noch mit Volltreffer nochmal einen Schaden mehr austeilen. Oder hier mit Sentinel 2 Reflexschüsse mit dem Flammenwerfer. Nightmare Fuel. Das ist ja genial. Leute, das ist genial. Flammenwerfer-Attacken haben eine Chance, das Ziel in Panik zu versetzen. Ich meine, zusätzlich zu dem Brandschaden geraten die noch in Einheit, geraten die noch in Panik. Wisst ihr, was das heißt? Die laufen einfach rum, wie die, ich habe keine Ahnung, wie die Gubbis. Richtig, richtig geil. Aber das schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Unser Rekord ganz genauso. Und die, von der Psyche her sind die alle noch sehr, sehr gut. Eine Magazinerweiterung, Automatikladen, Stecher und eine PKS. Sehr schön. Unsere gemeinsame Aktion ist abgeschlossen. Wir haben einen Widerstandsmag. Leute, wir haben einen Widerstandsmag. Wisst ihr, was das heißt? Sobald unsere Region hier angegriffen wird, können wir auf jeden Fall auf unsere Soldaten, auf unsere Widerstandskämpfer zurückgreifen und auf einen Widerstandsmag. Bäm, mega. So, dann schauen wir mal. Neue verdeckte Mission. Also, ich habe gelesen, beziehungsweise vielen, vielen Dank nochmal für die Kommentare. Jagd auf Auserwählten Attentäterin Teil 1. Wenn wir das machen, dieser Einsatz könnte von den Auserwählten gestört werden. Wir sollten sicherstellen, dass unsere Soldaten angemessen ausgerüstet sind. Ne? Risiken Hinterhalt 5%, ihr seht's. Achtung, wenn wir das machen und wir das bestehen, bekommen wir einen weiteren Befehl, den wir unseren Fraktionen zuweisen können, beziehungsweise nur einer, und zwar der Templer-Fraktion. Das können wir auf jeden Fall machen. Dann habe ich gesagt, das ist richtig geil. Ich würde aber sehr gerne nochmal Widerstandspersonal rekrutieren, in Verbindung mit Vorräten. Die zwei würde ich auf jeden Fall gerne noch machen, und dann danach würde ich auf jeden Fall in 9 Tagen den Fraktionseinfluss erhöhen, beziehungsweise hinter feindlichen Linien die Dame aufspüren. Das ist dann Stufe 1 von Stufe 3. Ihr seht, in der Stufe 3 dürfen wir dann bei ihr ins Hauptquartier eindringen und ein für alle Mal auslöschen. So sollte es sein. Jetzt ist halt bloß die Frage, schaut mal, ne? Risiko eines Fehlschlages 65%, alles gut. Hier erhalten wir nochmal Widerstandspersonal. Ich finde Widerstandspersonal persönlich, meiner Meinung nach, unheimlich wichtig, sogar noch wichtiger wie die Vorräte, weil... Ihr habt es gesehen, wir haben dann immer mal so eine Mission, wo auch die Auserwählte auftaucht und unser Widerstandspersonal dezimiert. Das gefällt mir persönlich gar nicht, weil je weniger Widerstandspersonal wir haben, desto weniger Aufklärung haben wir in unserer Region. Mit desto niedrigerer Wahrscheinlichkeit ploppen die Missionen auf und haben genug Zeit zum Infiltrieren. Das heißt, die Gegner und die Einheiten werden an der Anzahl wesentlich größer und deutlich schwieriger.
Es ist wirklich so. Also das macht dann so keinen Spaß mehr. Deshalb ist Widerstandspersonal meiner Meinung nach unheimlich wichtig. Das würde ich auf jeden Fall mit als erstes dann angehen. Da suchen wir uns dann 3 Soldaten raus. Dauert auch allerdings 8 Tage. Mit den Vorräten sammeln 6 Tage. Achtung, da steigt dann der Hinterhalt. Sollten wir die Rebellen erfolgreich rekrutiert haben, steigt natürlich dann der Hinterhalt etwas an. Ich denke jetzt mal so zwischen 5% und 10%. Wenn wir das dann haben, würde ich mit euch gerne, also alles beides dauert dann 2 Wochen, würde ich natürlich mit euch gerne die erste Stufe bzw. den Fraktionseinfluss erhöhen. Machen wir es so? So. Okay, dann schauen wir mal. Also, wir hätten hier zum Beispiel den Scrapper, den Survivalist. Der zum Beispiel ist richtig gut. Ich würde aber ganz ehrlich sagen, wir nehmen auf jeden Fall einen Heiler mit. Heiler nehmen wir mit, weil das hier macht mich immer ein bisschen stutzig. Ja, das mag alles schön sein und gut, aber es ist tatsächlich so, dass wir schon ein bisschen darauf vorbereitet sein sollen. Unser Theodor, der war auch gerade dabei. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall wieder mit und vielleicht dann, ja, entweder ne, den Techniker, unser Bishop, oder hier unten war dann noch die andere Techniker. Oh, schaut mal. Schaut mal, hier im Moment der Sean Turner. Also hier sind auch gerade, schaut mal, also hier ploppen die Freundschaftsbuttons auf. Schaut mal. Kameradschaft verfügbar. Ich denke mal, unser Sean Turner mit unserer Isabella Zeller, der Arsonist. Mhm. Mit dem Juggernaut. Das sollten wir auf jeden Fall mal aufpassen. Was nehmen wir denn noch mit? Ich meine, wir könnten auch den Schnitter mitnehmen. Ja. Weil der hat Wurfmesser dabei. Der hat halt. Die Claymores sind erst relativ spät bei ihm verfügbar. Beziehungsweise. Ja, erstmal noch gar nicht. Oder wir nehmen mal zum Beispiel einen Combat Engineer mit. Hätte Granaten am Start, sehr viel Schusskraft, Granaten und Heilung. Was seid ihr denn davon? Machen wir es so. Okay. Unser Theodor, wir haben das Lasergewehr noch am Start. Deshalb würde ich Folgendes machen. Wir rüsten das Hunter Rifle ab. So, gucken wir mal rein zum Theodor. So, dann rüsten wir hier mal die Magazinerweiterung von unserem Theodor ab. Und geben ihm auf jeden Fall mal ein Lasergewehr mit. Erhöhte Zielsicherheit. Und dann kriegt er auf jeden Fall noch eine Magazinerweiterung mit. Fortschrittliche Magazin. Ja, gut. Beidämpferstecher. Oder hier eine Magazinerweiterung. Ja, das reicht eigentlich. Also alles gut. Das ist dann unser Theodor. Unsere Valkyrie zum Beispiel. Ja, die könnten wir ein Lasergewehr mitgeben. Aber ich bin ganz ehrlich. Nee, alles gut. Da lassen wir es lieber so, wie es ist. Ja, alles gut. Ich würde dann anstelle einer Splittergranate, würde ich dann tatsächlich ihr das Medikit mitgeben. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Und dann schauen wir mal. Und dann hätten wir noch eine Klasse. Dann hätten wir auf jeden Fall noch eine Klasse. Und zwar war das der Combat Engineer. Unser zweiter. Ah, jetzt gehen wir erstmal die Freundschaft ein. Schaut mal. Kameradschaften und zwar mit, genau, Isabella Zeller, Juggernaut. Wow, sehr hoch. Hörner und Zeller, 2 bestätigte Kills. Wie? Nur 2? Okay. Gehen wir nochmal zum Combat Engineer. Das ist unser Charlie West. Den können wir auf jeden Fall noch mit ein bisschen Badabum ausstatten. Schaut mal, der ist von der Ausrüstungsgegenstände auch noch gar nichts. Pack mal die Granate rein und du bekommst auf jeden Fall auch die Weste mit. Das heißt, der kann mit Granaten um sich werfen, wie es geht. Und hat noch die Smoke and Mirrors dabei. Schön. Sehr schön. Sprengstoffexperte, Sturm und Schuss. Ja, okay. So, dann gehen wir mal wieder zum Widerstandsring. Machen auf jeden Fall hier das mit den Rebellen. Infanterie. Dann hat man ja die Valkyrie. Und dann hat man hier unten unseren Carpet Engineer. Hier. Unseren Charlie West. Hm, passt. Okay, der hat Granaten am Start. Haben wir das Medikit mitgegeben und unseren Theodor Lasergewehr. Also ich sage mal, das ist eigentlich richtig gut. Risiko eines Fehlschlages 5%. Risiko eines Hinterhaltes 8%. Ist halt so, wie es ist. Wir starten trotzdem und bestätigen die Aktion. So. Verdeckte Einsätze sind unsere Spezialität. Hoffentlich können Ihre Leute auch mithalten. Ja, wenn sie halt nicht mithalten können, dann ist es halt so. Was müssen wir machen? Ich sag mal, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen was scannen. So.
Schaut mal, der Alpha, Hauptquartierangriff, 18%. Es ist nicht mehr weit, definitiv nicht mehr weit. Und ja gut, der Name gefällt mir nicht so, aber gut, dann ist es halt so. Und die ETA soll auf jeden Fall hier die Workstation hacken. Kleiner Durchbruch. Das machen wir auf jeden Fall auch. Die sind in nicht ganz voller Truppsteige draußen, aber so ist es halt. So, dann scannen wir trotzdem mal weiter. Das geht hier relativ schnell, schaut mal. Und ein Beutezug ist aufgegangen. 4 Tage, 6 Stunden. Operation Toter Schlund. Sealed Armor. Okay, okay. Advent-Einheiten sind immun gegen wahrscheinlich Natureinflüsse. Gift, Feuer und Eis. Oh. Okay. Und die sind auch noch, und die sind auch noch resistent gegen Effekte, die, ja, ich sag mal, ich glaube, das ist das mit dem Sprengstoffexperte zum Beispiel, die wirklich Deckung zerstören können und so weiter und so fort, die zum Beispiel diese Rüstung runterreißen, dass wir die besser treffen können. Aber gut, dann ist es halt so. Schauen wir uns an, wie viele Einheiten dürfen wir denn mitschicken? Hier werden die zum Beispiel, die werden gerammelt voll. Das wären 8 Stück. Ich sag mal, rüsten wir mal eine ab. 99%, schaut mal, ab zu 99%. Gering bis mäßig. Wow. Verfalle den etwa gering bis mäßig. Feindliche Grundaktivität. Wir könnten hier runterkommen auf mäßig 19 bis 21. Das ist richtig heftig. Feldsanitäter dabei. Mit dem Hunter Rifle, der Schnitter dabei, der Storm Rider dabei. Den brauchen wir unbedingt bei dieser Mission. Unbedingt. Scrapper mit der Pumpgun. Ganz, ganz wichtig. Survivalist auf jeden Fall genauso. Recon auf jeden Fall auch. Also das Einzige, was mir noch einfallen würde oder könnte, ist, dass wir hier mit, schaut mal, und zwar haben wir hier die Schalldämpfer am Start. Schaut mal, 100% gering bis mäßig, 16 bis 18, aber immer noch, wir haben hier immer noch 7 Leute am Start, die alle nicht so gut ausgerüstet sind, behaupte ich jetzt ganz einfach mal. Wir könnten hier Folgendes machen. Du hast hier Fastball, das nützt mir nichts. Unser Record. Hat man dann noch irgendwie eine Einheit? Überlege ich gerade. Wir haben doch noch die Spezialrüstung, meine Lieben. Wir hätten nur noch die 2 Arsonisten. Nur die 2 Arsonisten, im Prinzip nur die 2 Flammenwerfer hätten wir am Start. Ja, du könntest markieren, das ist ganz, ganz wichtig, unheimlich wichtig. Stecher. Ich sag mal, hier wird man sogar dann eventuell die Laservariante mitgeben wollen. Das würde ich sogar dann gleich machen, bevor wir dann einsteigen. Werder können wir leider nicht wechseln. Schnitterrüstung ist alles gut. Hast Medikit dabei, Feldsanitäter ebenso. Ja, das ist halt leider so. Schade. Da müssen wir mal schauen. Dann würde ich ihm den Exo-Anzug mitgeben. Dann würde ich ihm soweit den Exo-Anzug mitgehen. Ja, den sieht man nicht, das weiß ich. Aber der ist auf jeden Fall da. Wir sollten das... lass mich noch mal kurz überlegen, wie das war. Individualisieren. Dann... Körper. Dann irgendwas mit Random. Ich glaube irgendwas... Outfit hier. Outfit Randomize. Und dann könnten wir also Heavy... Edit. Dann könnten wir das aussuchen. Und dann hat man irgendwo... Hat man dann hier diese geile Rüstung mit dabei. Ich weiß aber nicht mehr genau wo, ganz ehrlich, ich weiß es echt nicht mehr. Kann man so lange das, dann kann man das so lange, schaut mal, ist das fett, wie die aussehen. Absolut mega. Fett halt bloß, schaut mal, das hier ist ein, nee. Das hier sieht aus, das hier sind auf jeden Fall die Arme von der Rüstung. Die Mod läuft noch nicht ganz, also es läuft noch nicht wirklich richtig. Options. Boah, was man hier einstellen kann. Leute, was man hier einstellen kann, das ist... Was ist denn das? Ist das geil. Jawohl. Es ist ein Mensch. Sieht aus wie ein Mech. Ein Mech-Mensch. Mensch-Mech. Was zum Geier ist denn das? Ist ja extrem geil. Ich hätte ja nur einmal wirklich euch nochmal hier nochmal die Rüstung gezeigt und hätte wirklich nochmal geguckt, dass wir vielleicht ihn so... Ey, sag mal, eine wirklich blöde Frage. Sag mal, sind die auf dem Fasching? Wie sieht denn das aus? So kannst du doch nicht aufs Schlachtfeld gehen. Die lachen dich doch aus.
Ja, genau, ich rede von Edwin. Die lachen sich da aus, eiskalt. Ja gut, wenn es halt nett ist, dann ist es halt nett. Hier so ähnlich sehe dann die Rüstung aus. Ich hätte bloß mal sehr, sehr gerne eine komplette euch gezeigt. Beziehungsweise hätte ich ihm gerne mal eine komplette rangebaut, aber dann... Na, ihr seht, es ist noch nicht alles perfekt. Ah, das ist fast eine perfekte Rüstung eigentlich. Doch, dir fehlt ja wieder der Hälfte. Ich frag nicht. Nicht fragen. Okay, wirklich ein letztes Mal, komm. Es ist immer durch das... So, was war das? Das war der Punkt 7, ne? Ich sag's euch, wenn wir jetzt kein... So schickt man den raus. Leute, so schickt man den raus. Das ist doch mega, oder? Das habe ich noch nie gesehen, dass sowas irgendwie geht. Also es ist unglaublich. Ach, hier kann man das dann einstellen. Hier kann man dann das dazu einstellen und dann kann man noch auf der rechten Seite wahrscheinlich das noch genauso einstellen. Oder hier, jetzt sieht man die Rüstung. Ne? Jetzt sieht man auf jeden Fall den Exosuit hier hinten und jetzt sieht man auch die Arme dazu. Also da, ich finde es richtig geil. Leute, ich finde es richtig geil. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr da davon mehr sehen wollt. Dann baue ich jeden Soldaten so. Geil, mega, absolut. Okay, dann gehen wir auf jeden Fall raus. 56, 99%. Schauen wir mal, dass wir noch irgendwo vielleicht einen Schalldämpfer mit eingebaut bekommen. Dann hätten wir wieder 100. Jawohl. So, dann gucken wir mal. Du rüstest auf jeden Fall den Stecher ab. Dann gehen wir nochmal schnell Gegenstände herstellen. Bock, jetzt du ein schönes Lasergewehr mit, aber so ein richtiges. Hier eine Laserlanze. Bam. So. Laserlanze. Die ist für dich, Emily. Dann nimmst du auf jeden Fall noch Stabilisieren mit. Beziehungsweise hatten wir nicht noch was zum Stabilisieren? Hey, wir haben nur noch den Stecher gehabt. Schade. Ein Automatiklader oder fortschrittliche Magazinerweiterung. Ja. Komm. So, dann hätten wir auf jeden Fall ein bisschen Badapumpe dabei. Pumpe dabei. Schwert dabei. Vektorgewehr ist auch dabei. Hunter Rifle. Den nehmen wir Lasergewehr mit. 100%. Ein Schalldämpfer können wir hier noch einbauen. Schalldämpfer. Zack. 101%. Gering bis mäßig. Vier Tage, vier Stunden bis 101%. Leute, das machen wir. Hoch damit. Und raus da. Sky Ranger in Position für den Einsatz. Sehr geil. Okay, meine Lieben, ich sage mal, 81%, wir hätten noch 6 Tage, 20 Stunden, läuft der Einsatz ab. Wir werden das auf jeden Fall noch ein bisschen scannen, bis wir dann auf 10 bis 12 kommen oder vielleicht sogar 7 bis 9. Dann gehen wir rein, aber ich sage euch, was wir in der nächsten Mission bzw. in der nächsten Folge machen. Ich denke mal, davor werden wir auf jeden Fall den Beutezug angehen. Da freue ich mich riesig drauf. Bin gespannt, was er sagt. Hier haben wir sogar Under Infiltration. Jetzt bin ich doch mal gespannt, ob in dieser Mission wieder diese leeren Hexe kommt. Weil das sind auch wieder so eine Mission, wo die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass sie kommt. Aber, mein Lieben, bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zugucken, wenn es euch gefallen hat. Wir erhalten im Moment keine neuen Vorräte. Ey. Wir müssen nach neuen Wegen zum Aufstocken unserer Ressourcen suchen. Danke, Central. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich mega freuen, riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ganz, ganz liebe Grüße, euer Zanto. Bye, bye.